Ja, ich denke, jetzt kurz nach dem Spiel sind wir schon ein bisschen enttäuscht, weil wir einfach kurz vor Ende einfach zwei, drei wirkliche Sitzer gehabt haben, die wir nicht genutzt haben. Aber ich denke, wenn man das ganze Spiel hernimmt, die 90 Minuten, muss man sagen, die Austria war erste Halbzeit einfach stärker. Gerade vor der Halbzeit haben sie auch einige Chancen gehabt, die sich nutzen haben können. So natürlich, wenn dann beide Mannschaften einige Chancen vergeben, dann kommt halt X raus. Was war denn da los, dass man so aus der Kabine gekommen ist? Vor dem Führungstreffer hat man ja enormes Pressing gespielt mit der ersten Aktion. Sind sie dann auf dich allein zugelaufen? Ja, das ist halt die Gefahr vom Pressing. Wenn es dann ein bisschen zu spät bist, wenn es dich da komplett durchattackierst, dann kann es halt eben sein, dass dann sowas dabei rauskommt. Ich denke, wir haben es dann zweite Halbzeit einfach besser gemacht, waren dann noch entschlossener, wenn wir hoch attackiert haben. Haben wir die Austria eben vor Probleme gestellt. Wir haben dann mehr Ballverluste gehabt in der eigenen Hälfte, so wie wir sie eben erste Halbzeit machen wollten, dass wir halt Fehler zwingen von der Austria. Und das war halt zweite Halbzeit besser und das war dann auch der Schlüssel, warum wir eben zum Ausgleich kommen sind und noch einige Chancen gehabt haben. Wir haben jetzt die richtige Antwort gegeben mit dem schnellen Ausgleich eigentlich, aber seid ihr dann trotzdem nicht so in die Partie gekommen in der ersten Halbzeit? Ja, natürlich war der Ausgleich super, aber wie gesagt, das hat sich einfach gezogen bis zur Halbzeit, dass wir da oftmals so einen halben Schritt spät waren und dann hat halt die Austria im Mittelfeld auch gute Spieler, dass sie das ausnutzen können. Vorne auch Schnelle mit Mondschein, Zakaria, die das ausnutzen können, die Tiefe, wenn der Abstand zwischen mir und der Verteidigung halt weit ist. Und wie gesagt, wir haben es in der Halbzeit angesprochen, waren dann einfach ja, im Pressing einfach besser und deswegen haben wir dann zweite Halbzeit die Partie in weiten Teilen einfach dann auch kontrolliert. Und was hat mehr bewirkt, die Systemumstellung in der Halbzeit oder ist der Trainer doch ein bisschen lauter? Ja, ich denke, Systemumstellung ist zwar immer wichtig, aber es ist immer entscheidend, wie du halt das umsetzt, was halt vorgeben wird. Egal, ob du spielst mit Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, das ist eigentlich im Endeffekt nicht das Allentscheidendste. Natürlich hat jedes System Vorteile, aber wichtig ist, wie es das halt dann umsetzt. Mhm. Aber du hast doch einiges zu tun gehabt in der ersten Halbzeit. Es hätte auch böse ausgehen können. Also eigentlich hat man dann auch Schadensbegrenzung betrieben und dann in der zweiten Halbzeit so ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Ich denke, ich habe schon gesagt, wir haben halt erste Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, sind wir schon in Bedrängnis gekommen, die Austria einige sehr gefährliche Torschancen gehabt. Zweite Halbzeit war es ja dann umgekehrt, wo wir vor Schluss einfach auch Mörder-Torschancen haben. Aber ja, beide Mannschaften haben sich genutzt, deswegen 2-2. Was hat der Gnasi nach dem Schlusspfiff gezeigt? Geknickt, dann doch riesige Chancen, die er da liegen lassen hat. Ja, ich habe jetzt noch nicht mit ihm gesprochen. Das nächste Mal wird es reinmachen. Trotz, aufgrund dieser letzten Minuten, dann hadert man doch ein bisschen mit dem Ergebnis. Ja, ich habe schon gesagt, im ersten Moment ja, aber wie gesagt, das hätte zur Halbzeit schlechter für uns ausschauen können, am Ende schlechter für die Austria. So ist halt dann, wenn man die Chancen hernimmt, denke ich, ein gerechtes Unentschieden.